immer so ein Signal in Richtung der anderen. Attacke. Jetzt geht es vielleicht schon um die Tickets für die Weltmeisterschaft. Auf dem Parkett steht die Formationsgemeinschaft Aachen-Düsseldorf unter der Leitung von Oliver Seefeld. Deutlich zu hören, dass sie da sind. Zweite der abgelaufenen Bundesliga-Saison. Deshalb auch schon als deutscher Vertreter bei der Europameisterschaft gewesen. Im russischen Tjumen. Zeigen uns eine Choreografie, die sie schon im vergangenen Jahr gezeigt haben, jetzt aber weiterentwickelt haben mit dem Titel Like a Rose.
elegante und sehr dynamische Darbietung der Aachen-Düsseldorfer. Oliver Seefeld, ein Freund der Eleganz. War selbst als aktiver Tänzer im Lateinbereich der ewige Zweite hinter dem unerreichten Brian Watson. Aber hier und heute wird er sich ganz sicher über Platz 2 freuen, wenn es denn gelingt. Es wird verdammt eng. Es sind Nuancen, die entscheiden heute. Zum Beispiel, dass während der Lankenaus eine Dame etwas früh fertig war. Das entgeht dem Wertungsrichter natürlich nicht. Aber das hier sind natürlich wunderschöne Bilder, unterstrichen durch die Kleider, die die Rosenblütenblätter symbolisieren. Wunderbare Bilder, wunderbare Choreografie. Es wird eine Entscheidung auf Messerschneide heute. Es können drei Teams Platz 2 erreichen. Pascal Ziesler kann vielleicht schon ein bisschen für Aufklärung sorgen. Genau, Oliver Seefeld ist bei mir. Wie zufrieden sind Sie denn mit Ihrem Team? Meinen Sie, dass es für Platz 2 gereicht hat, trotz des kleinen Patzers einer Dame? Ja, also erstmal schönen guten Abend. Wir sind guter Dinge, also es hat sehr gut geklappt. Natürlich gibt es den einen oder anderen kleinen Patzer, aber es gibt ein Gesamtkunstwerk und dieses, denke ich, zählt letztlich viel mehr. Und ich bin sehr zufrieden. Ich finde, Sie haben alles gegeben. Sie haben eine deutliche Steigerung von der ersten Runde über die zweite zur dritten Runde gezeigt und ich bin total zufrieden. Auf Platz 2 würden Sie sich für die WM in 3 Wochen in Litauen qualifizieren. Haben Sie denn das Ticket schon reserviert? Wir haben noch kein Ticket reserviert, das macht man nicht vorher, das ist ein böses Omen. Aber wir wollen natürlich um jeden Preis natürlich zu dieser Weltmeisterschaft fahren. Das ist unser Ziel. Viel Erfolg, danke.